2021 wird ein Pandemiejahr und normaler Regelpräsenzunterricht wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht möglich sein. Diese Realität müssen wir einfach ins Auge blicken und anstatt ständig immer wieder Präsenzunterricht zu versprechen, müssen wir darüber reden, wie gute Bildung 2021 aussehen kann. Und die ist möglich. Wir rechnen eher damit, dass hoffentlich Wechselunterricht möglich sein wird. Das heißt, dass ein Teil der SchülerInnen immer wieder in der Schule sind und ein anderer außerhalb der Schule. Das bedeutet aber nicht, dass sie Arbeitszettel mit nach Hause bekommen, die die Eltern mit ihnen bearbeiten müssen. Sondern wenn wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen, müssen wir kreativ werden. Und das bedeutet, dass wir für die SchülerInnen, die zu Hause nicht die Räumlichkeiten oder die Gerätschaften oder die notwendige Begleitung haben können, zusätzliche Ressourcen schaffen. Das heißt dezentrale Betreuung, dezentrale Arbeitsgeräte und Begleitung in Räumen. Es gibt viele Räume außerhalb des Hauses oder der Schule, in denen SchülerInnen lernen können, gerade während einer Pandemie. Man stelle sich vor, man würde sich einigen mit Restaurants, Gemeinderäumen, Bibliotheken, Universitätsseminarräumen oder leerstehenden Büros. Dafür könnte der Staat eine kleine Miete zahlen, die auch den Geschäften helfen würde, die im Moment kein Einkommen haben. Gleichzeitig könnten SchülerInnen gute Arbeitsplätze, vielleicht sogar mit Geräten haben, an denen sie arbeiten können, in Kleingruppen. Und dort würden sie dezentral betreut werden durch wiederum außerschulische Kräfte, wie zum Beispiel Lehramtsstudentinnen im Praxissemester, die dafür abgeordert werden könnten. Viele Studentinnen haben in dieser Zeit auch keine Jobs, auf die sie sich normalerweise finanziell verlassen. Auch hier können wir eine Win-Win-Situation erzeugen und die Eltern, die es nicht leisten können, entlasten. Damit sehen wir die Kinder auch immer wieder und können Kinderschutz gewährleisten. Und natürlich braucht es dafür auch neue Unterrichtsformate. Das bedeutet neue kreative Hybrid-Lernformate, die es schon an vielen Schulen praktisch in der Anwendung gibt. Diese Konzepte müssen wir verbreiten. Eine digitale Fishbowl, bei der SchülerInnen außerhalb der Klasse andere Aufgaben im Unterricht erfüllen als SchülerInnen in der Klasse, wie zum Beispiel Rechercheaufgaben. Lernresultate, wo sie ein Video über ihr Gelerntes drehen oder ein Referat schreiben oder eine Website aufsetzen. Lernen in festen Kleingruppen, die möglichst gemischt sind und wo SchülerInnen, die vielleicht etwas stärker sind, auch SchülerInnen, die etwas schwächer sind, mitziehen. Wir wissen aus der Psychologie eigentlich, dass diese Form von Lernen gewinnbringend ist. Das Allerwichtigste, wenn wir diese modernen Konzepte umsetzen, haben wir nicht nur Bildungsgerechtigkeit und gute Bildung in diesem Pandemiejahr geschaffen, sondern wir helfen auch dem Bildungssystem insgesamt, sich in eine notwendige Richtung zu reformieren. Denn so wie bisher kann Bildung im Informationszeitalter nicht weiterlaufen. SchülerInnen müssen sowieso selbstständiger lernen. Sie müssen sowieso fachübergreifender und projektorientierter lernen. Sie müssen sowieso fluider sein in ihrer lernende oder lehrende Rolle. Und das alles, dafür können wir jetzt schon den Grundstein legen. Jede Investition in solche Konzepte ist eine gute und sinnvolle Investition.